In diesem Video machen wir noch einmal einen Zeitsprung zurück zur Zeit von The Lost World Jurassic Park. Zu Beginn des Films sehen wir, wie ein Eingeborener der Costa Rica-Region Ian Malcolm und Eddie Carl und Nick Van Owen und die ganze Gruppe zusammen auf die Isla Sorna bringen soll. Das Schiff weigert sich allerdings kurz darauf, näher an die Inseln ranzufahren, denn er sagt, Zitat, es handelt sich dabei um die fünf Tode. Tatsächlich werden diese Inseln später nie wieder erwähnt, beziehungsweise der Begriff die fünf Tode wird nie wieder wirklich erläutert. Ihr habt mir jetzt die berechtigte Frage gestellt, Tobi, sag mal, was sind eigentlich die fünf Tode, beziehungsweise warum heißen diese Inseln die fünf Tode? In diesem Video werde ich dir die Frage beantworten. In diesem Sinne, viel Spaß. Die Frage rund um die fünf Tode müssen wir erstmal chronologisch auflösen und dann wirklich Stück für Stück klären. Wir fangen mal damit an zu erklären, warum die Inseln wirklich die fünf Tode heißen. Also alle fünf Inseln heißen eben die fünf Tode. Und dann auch der Grund, warum diese Inseln so heißen. Tobi, du hast gerade zweimal dasselbe gesagt. Nee, das sind unterschiedliche Fragen tatsächlich. Du wirst gleich wissen, was ich meine. Fangen wir einfach mal an. Als fünf Tode bezeichnet man die Inseln Isla Manaceros, Isla Muerta, Isla Pena, Isla Nubla und Isla Tacano. Diese fünf Inseln wurden von den Eingeborenen mit einer Legende versehen. Diese Legende besagt, dass es damals einen tapferen Krieger gegeben hat, der einer der Eingeborenen von Costa Rica gewesen ist und der bestimmte Straftaten begangen hat und deswegen auf jeder dieser fünf Inseln zum Tode verurteilt wurde. Die Todesstrafen auf den fünf verschiedenen Inseln sind einmal das Verbrennen, einmal das Ertrinken, einmal das Zermalmen, einmal das Erhängen und einmal das Enthaupten. Interessanterweise sollten diese fünf Todeinseln später in der Zukunft von Jurassic Park noch eine größere Rolle spielen. Hat man dann aber eben nicht gemacht, weil Jurassic Park 3 ja eben ein finanzieller Misserfolg war. Deswegen ist man von dieser groben Story ein bisschen abgewichen. Aber es gibt noch Überbleibsel von diesen Legenden rund um die fünf Tode. Unter anderem konnte man in dem Spiel Jurassic Park Trespasser, zu Deutsch Jurassic Park Eindringling, bestimmte Tempelanlagen auf der Isla Nubla war es, meine ich, oder auf der Isla Sorna, ich werde sie mal einblenden, konnte man auf jeden Fall bestimmte Tempelanlagen finden, auf denen die fünf Tode noch einmal in Stein eingemeißelt waren. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage, warum es diese fünf Tode wirklich gibt, beziehungsweise warum sind die fünf Tode wirklich da, warum heißen die Inseln die fünf Tode und warum wurde diese Legende rund um diese fünf Inseln gesponnen. Das Ganze ist relativ simpel erklärt, nämlich man wollte Eindringlinge davon abhalten, in umliegenden Umgebungen zu fischen. Das heißt, die Eingeborenen dieser fünf Inseln haben sich gedacht, komm, wir spinnen eine Legende rund um diesen mächtigen Krieger, der auf jeder Insel hingerichtet werden soll, sorgen daraufhin für Angst für Außenstehende und haben dann dafür unsere Sicherheit auf unseren Inseln und niemand wird herkommen und uns die Fische wegessen. Auf der einen Seite ist diese Information relativ Jurassic-untypisch und Jurassic-unlastig. Auf der anderen Seite muss man sagen, man merkt hier dann doch sehr, dass Michael Crichton oder auch generell Steven Spielberg sich bei dem Aufbau der Jurassic-Park-Welt wesentlich mehr gedacht haben, als es uns vielleicht klar ist. Und ja, diese Hintergrundgeschichte ist tatsächlich immer noch Kanon. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video eine weitere Frage aus dem Jurassic-Universum beantworten und es hat dir gefallen. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.